Hallo und willkommen zum sechsten Teil meines Minecraft-Videorückblicks. Ja, diese Woche steht endlich mal wieder ein Server-Update an, beziehungsweise jetzt halt am Wochenende irgendwann. Und ja, bevor ich jetzt dazu kommen werde, gibt es erstmal ein paar Sachen, die ich dir zeigen möchte natürlich. Zum einen die beiden Wasserlöcher hier. Sind sehr schick und da vorne kommt schon wieder mein lieber Freund, der Creeper. Komm, geh weg. Da drin habe ich angefangen mit Applied Logistics zu spielen. Diesen Wasserlöchern, denn bei Platin Logistics muss man jetzt seit neuestem quasi die Sertus-Quarz-Kristalle nehmen und kann diese dann zerhäckseln und aufladen lassen in solchen kleinen Sertus-Quarz-Seeds und die spawnen halt nicht. Genau, im Prinzip gibt es ja draußen heute gar nichts zu sehen, deswegen lasse ich den Creeper mal Creeper sein, denn wir haben relativ viel hier innen im Gebäude gebaut gehabt. Zum einen, ja, die ganzen Maschinen sind ja letzte Woche schon runtergewandert. Wupp. Zum einen ist übrigens unser Stahltank, der auf dem falschen Stockwerk steht, jetzt mittlerweile komplett randvoll gefüllt. Und wir planen im Nether einige Änderungen. Dazu komme ich dann gleich noch. Aber zunächst einmal geht es hier nach links. Da steht jetzt ein neues Räumlein, was jetzt halt Marco letzte Woche, glaube ich, bereits angefangen hatte. Und zwar geht es hier um unsere Schmelzanlagen von Tinker's Construct und Tinker's Steelworks. Da die beiden ja eh aufeinander aufbauen bzw. voneinander abhängig sind am Ende, stehen die jetzt möglichst nah beieinander und dort unten ist ein Tank, wo quasi die ganzen, oder das ist alles ein Tank, wo die ganzen Sachen quasi gespeichert werden können. Nun ist es so, dass die normale Schmelze hat den Vorteil, die kann halt auch Komponenten zusammenschmelzen, um halt zum Beispiel Bronze herzustellen. Und die neue, der Hochofen, der kann es halt nicht. Und der Tank selber, den wir hier nutzen, der kann auch keine Komponenten zusammenschmelzen. Das hat den Vorteil, dass man halt theoretisch zig verschiedene Schmelzgegenstände hier einfach speichern kann und sucht sich einfach den Gegenstand raus, den man gerne rauspumpen möchte. Ja, das einzige Problem ist, ich weiß nicht, ob es eine Art Controller gibt, wo man einstellen kann, was genau gezogen werden soll. Das habe ich mir jetzt noch nicht sagen lassen. Aber das wird sicher noch. Ja, im unteren Stockwerk ist dann quasi noch einiges weiteres. Zum Beispiel halt der Hochofen. Das ist dann der hier. Derzeit sieht es so aus, als wären die Eingänge hier ein bisschen verbuggt. Also wir haben noch nie herausgefunden, warum das so ist. Da war es nämlich so, eigentlich gibt es hier diese lustigen kleinen Löcher. Und die kann man darauf einstellen, dass sie an bestimmten Seiten rausziehen und beziehungsweise an bestimmten Inventories ziehen oder schieben. Deswegen ist es halt momentan ein bisschen tricky, weil hier irgendwie das nicht so richtig funktionieren möchte. Aber wie gesagt, zum Beispiel hier, das kann man gerade mal umstellen. Wir hatten jetzt in einem anderen Ofen das Problem, wie gesagt, dass wir das nicht umstellen konnten und dementsprechend sind alle Items immer in den ersten Slot gefallen. Ja, was der Hochofen kann, ist, wenn er hochgeheizt ist, kann er extrem schnell 6 Stacks an Items hier durchprügeln. Und das ist vor allem sinnvoll, wenn es jetzt darum geht, diese Seared Bricks herzustellen, beziehungsweise das Clear Glass. Und dementsprechend bleiben die Sachen wahrscheinlich primär dafür da. Ansonsten haben wir oben noch die Hauptschmelze, wo man dann quasi Alloys schmieden kann. Und die Alloys, die fließen dann auch in diesen riesengroßen Monstertank. Eine weitere Kleinigkeit oder Neuerung ist, dass unser Disenchanter aus dem oberen Gebäudestockwerk jetzt hier runtergewandert ist. Mitsamt kleiner Energieversorgung und hast du nie gesehen. Und ja, da ist eigentlich relativ einfach automatisierbar, oben Bücher reinstopfen, beziehungsweise an der Seite Bücher reinstopfen und ein paar lustige Items. Und siehe da, man kriegt viele bunte Enchantment-Bücher, die man auch noch sortieren kann und kann sich dann einfach freuen. Ja, wir waren letzte Woche, glaube einen Tag komplett in so einem Roguelike-Dungeon unter unserer Mine. Und dort findet man ja echt alles Mögliche an lustigen Gegenständen. Dementsprechend waren unsere Inventare oben im Haus gefüllt mit Tonnen von verschiedenen enchanteten Items. Und die mussten wir natürlich jetzt nutzen und haben auch alles Mögliche unten schon vorbereitet. Unter anderem jetzt ein Steel Tank für das Liquid XP. Da war unsere erste Drum relativ voll. Dann jetzt schon ein Auto-Anvil und auch ein Auto-Enchanter. Das Ganze kombiniert mit diesem Magic Wood. Magic Wood hat die Möglichkeit,
halt ein Magic Wood erhöht das Level, das Maximallevel in dem Enchantment Table um 5 Level. So bedeutet, 6 Stück reichen eigentlich für Level 30 aus. Die restlichen waren einfach übrig und stehen jetzt deswegen hier rum. Was sonst hier in den Raum reinkommt, sind wir noch nicht ganz sicher. Auf jeden Fall das ME-System, was hier drüben steht, das wandert da noch rüber. Das ist so quasi die kompakteste Variante, wie man in einem ME-System bauen kann. Man hat halt diesen Energy Acceptor, der nimmt einfach Energie entgegen, von der zum Beispiel harten Energy Cell. Und das verbindet man einfach mit einem ME Drive, dann einem ME Terminal und hier oben noch einen ME Import Bus. Und dementsprechend könnte man sagen, sämtliche Enchanted Books, die hier reinkommen in die Kiste, werden automatisch in das ME-System reingelegt. Und darauf kann man dann hier über das Terminal zugreifen. Genau, das ist eigentlich der Plan. Denn mit Barrels funktionieren die Enchanted Books zwar auch wieder wunderbar, allerdings haben die Barrels jetzt derzeit den Nachteil, dass man mit Rechtsklicken erfahren kann, was da für eine Verzauberung drauf ist. Und ja, dementsprechend hat man da keine Chance rauszufinden, wo in dem riesengroßen Regal das die in die Verzauberung liegt. Gut, die Farm oder beziehungsweise die Biofuel-Anlage, die läuft jetzt seit einigen Wochen echt wunderbar. Nachteil war jetzt letzte Nacht oder beziehungsweise vorletzte Nacht, dass unser Biofuel-Reaktor, Reaktor-Boiler, ausgegangen ist. Und dementsprechend es hat einfach Forge nicht gerade gekriegt, die Chunks zu unloaden. Und dementsprechend musste ja der Boiler quasi von 0 auf neu hochladen. Und der ganze große Tank, der hier noch dazu stand, war auch leer. Und dementsprechend, ich habe jetzt mal ein paar Berechnungen angestellt. Ist ganz spaßig. Wenn der Boiler hochheizt, verliert man effektiv ein bisschen mehr als 10 Eimer dafür, dass man ihn neu hochheizen muss. Allerdings war es jetzt auf der anderen Seite so, dadurch, dass jetzt das ganze Ding in der Nacht ausging, haben wir insgesamt die 16 Liter hier drin, die 16 Eimer hier drin verloren, plus 32 Eimer in dem Tank. Und ja, dementsprechend habe ich mehr Verluste, wenn ich hier einen Tank dazwischen mache, als wenn ich keinen Tank dazwischen hänge. Ja, mittlerweile läuft auch, wie man sieht, unser Peat-Boiler. Das Ganze habe ich ganz lustig verbunden, dazu komme ich gleich. Der Wassertank ist prall gefüllt. Und wie der an seinen Peat kommt, ist eigentlich relativ einfach. Wir haben hier so ein wunderbares, schönes Barrel. Das ist ein sogenanntes B-Space Barrel. Man kann die Barrels mittlerweile, oder was ist mittlerweile, mit einem Upgrade versehen, um Barrels miteinander zu kombinieren. Das heißt, diese Barrels teilen sich ihr Inventar. Das heißt, man hat im Endeffekt ein Ender Barrel. Und ein Barrel steht drüben in der Peat Farm und das andere steht hier. Und dieses Barrel hat zusätzlich noch ein Hop-Upgrade, dass automatisch alle Items nach rechts in den Boiler ausgegeben werden. Das ist eigentlich schon alles. Und somit haben wir die komplette Energieversorgung sichergestellt. Der nächste Punkt ist ja die Steam Turbine. Da haben wir mittlerweile auch was fertiggestellt und eine MFE dazu. Kann ich nur sagen, ist schweineteuer, macht keinen Spaß, das Ding herzustellen, aber dafür hält es halt eine ganze Weile und bringt ordentlich Energie. Theoretisch könnten wir sogar noch ein bisschen mehr Steam frei. Den könnte man hier für, keine Ahnung, irgendwelche anderen Sachen noch verwenden. Aber bisher ist es halt so, dass es erstmal reichen muss. Gut, der Raum hier unten, also apropos Raum hier unten, die Küche ist letzte Woche fertig geworden. Das sollte ich vielleicht mal dazu sagen. Zum einen mit schicker Decke. Wir haben den kompletten Baum noch ein Stück versetzt, samt mittleren Block und ja, dann halt komplett hier drum eine Mauer gesetzt, damit das ein bisschen schick wirkt. Und ja, ansonsten gab es hier drüben noch ein paar kleine Änderungen bei dem Minecraft-Jewel-System, wo wir dann teilweise noch den Rock Crusher zum Beispiel hingestellt haben und die ganzen Geräte, die oben in der Küche standen, sind auch mittlerweile alle hier runtergewandert, sodass jetzt prinzipiell nur das Lager fehlt. Aber zum Lager komme ich gleich noch. Gut, auf jeden Fall hier unten stehen jetzt im Endeffekt die Anfänge eines Applied Logistics System. Alles, was jetzt so AE ist, möchten wir erstmal hier unten in dem kleinen Teil hier ein bisschen versuchen zu automatisieren. Denn Applied Logistics ist eigentlich nicht mehr so ganz freundlich, wenn es darum geht, die Sachen zu automatisieren. Zumindest jetzt für den Anfang mit den ganzen Charge Crystals und so weiter. Da müssen wir uns was überlegen. Aber mal schauen, ob das Ganze am Ende funktioniert. Ja, außerdem kann man hier den Charger, da kommen die komischen kleinen Seeds rein, den kann man hier mit dem Toggle-Switch an- und ausschalten und damit verbraucht man hier keine sinnlose Energie. Gut. Was haben wir noch? Was haben wir noch?
Ein Marco ist da. Als nächstes geht's in das Lager, denn das Lager ist weg. Das klingt toll. Nee, das Lager war an sich eine coole Idee. Also wäre cool gekommen mit den ganzen Insurgent Pipes und hast du nie gesehen, die ganzen Barrels hier. Aber jetzt am Schluss, schlussendlich ist das Ganze ja unpraktikabel wie Sau. Und dementsprechend haben wir jetzt hier einen neuen Plan. Wir haben ja hier sogar ungefähr ein 2x2 Chunk großes Gebiet, was wir wahrscheinlich auch mittig ausloten können. Das neue Platin Logistics System hat ja die Möglichkeit, einen Multiblock-Controller zu bauen, wo man dann die ganzen Kabel von abführt. Die Idee ist halt so eine Art Multiblock-Gehirn hier in der Mitte zu schalten und dann überall Stränge nach außen zu legen, wo wir dann Kisten ansteuern können, und zwar Emmy-Chests. Da müssen wir jetzt immer noch zusehen, dass wir die Emmy-Chests dann mit Patterns formatieren, was nie unbedingt so spaßig ist. Aber vielleicht können wir das ein oder andere auch mit einem Logistics-Pipe-System verbinden, um dann eventuell zum Beispiel Mod-Items, die übrig sind oder Sachen, die Überfluss sind, nochmal anders zu sortieren. Das wäre jetzt so mein Vorschlag. Müssen wir bloß gucken, wie wir das Ganze am Ende umsetzen. Denn das wurde ein bisschen Arbeit, aber denke ich, macht doch Spaß. Genau, das im Endeffekt hier zum Lager. Das Platin Logistics System steht halt schon, wie gesagt, im Grundstadium unten. Und dann schauen wir mal. Moment. So, als nächstes geht es in Richtung Nether. Dem Nether haben wir beschlossen, noch ein paar Änderungen durchzuführen. Das ist zum einen zurückzuführen auf den Rock Crusher und auf sogenanntes Crushed Obsidian. Ich glaube, das habe ich noch nie verwendet, aber es hat eine echt interessante Eigenschaft. Und zwar, wenn man mal guckt, wupp, kann man Crushed Obsidian dazu nutzen, um Mob-Spawns zu preventen. Das soll heißen, es spawnen einfach keine Mobs mehr hier drauf. Ja, und was war jetzt die große Idee? Wir nehmen einfach die komplette Scheißstraße und ersetzen sie durch Crushed Obsidian. Außerdem werden die ganzen äußeren Kanten hier durch Slabs ersetzt. Also diese Quarried Stones kann man halt auch in Slabs verwandeln. Dann kommen hier halt Slabs drauf, dann hat man eine Art Fußweg. Und die äußerste Wand wird vermutlich einfach ein Stück dünner gemacht und dort werden wir einfach eine Wand hinsetzen, sodass dann die Torches auch, haha, die Torches direkt hier an der Wand hängen. Und damit sollten theoretisch keine Mobs mehr spawnen. Das sage ich jetzt deshalb, weil ich keine Ahnung habe, wie das Verhalten ist von Blazes und von Ghasts. Genau. Das ist im Prinzip alles Wichtige, was es heute zu sagen gibt. Erik bzw. Sturmvogel werde ich wahrscheinlich mal nächste Woche wieder besuchen. Allerdings gibt es einen jemanden, der es geschafft hat, jetzt auf den Server draufzukommen, seit Sonntag oder sowas. Und er hat es geschafft, sämtliche Leute zu überholen und baut seinen Vorsprung in der Deathlist unaufhörlich aus. Sieht man ja. Und ja, dieser ist halt ein Bekannter und wird vermutlich irgendwann vielleicht bei Erik mitbauen oder bei dem Sturmvogel. Und ich muss jetzt mal gucken, ob ich jetzt überhaupt dorthin komme, denn das ist. Er hat leider einen ziemlich abgelegenen Platz und uiuiui. Dann Bus dabei. Wow! Hui! Sorry. Boah. Holy shit, sind hier viele Gräber. Ja, also ich zeige euch den auch nächste Woche. Wenn wir hier die komplette Straße fertig haben und die Mob-Spawns hier dann quasi ausgeschaltet haben. Weil das macht momentan aber keinen Spaß. Gut, jetzt kann ich noch ein paar Worte zum Server-Update verlieren. Zum einen wird vermutlich die Forge-Version diesmal nicht angehoben. Und zum anderen tendiere ich dazu, eine neue Zeitmod drauf zu installieren. Allerdings kann es sein, dass ich die im Nachhinein wieder runterwerfe, wenn es dort sogenannte Hotload-Probleme mit der Dimension 0 gibt. Darauf könnt ihr es schon mal einstellen. Also vermutlich werden wir am ersten Tag noch diese lustige Zeitmod drauf haben, aber wenn wir feststellen, dass die Probleme macht, dann werde ich sie einfach auf dem Server deaktivieren. Für den Singleplayer sollte sie eigentlich keine großen Schwierigkeiten machen, ansonsten gibt es da dann noch eine kleine Übersicht, wie man das Ganze noch deaktivieren kann. Und
Ja, ansonsten sind ein paar andere Sachen wichtige Mods, die geupdatet wurden, beziehungsweise endlich fertig wurden. Zum einen ist da Computercraft. Ich möchte gerne Wireless Redstone installieren. Und Pam's Housecraft hat ein ganz wichtiges Update rausgebracht für die Mine Factory Reloaded Kommunikation. Forestry hat was gemacht, um die Gates wieder zu verwenden. Und es sind lauter solche vielen Kleinigkeiten. Raycraft hat komplett neue Eisenbahnen entwickelt, und zwar Elektroloks. Diese ganzen Sachen werden jetzt am Wochenende, vermutlich mal am Samstag oder am Sonntag, dann auf dem Server landen. Und ja, dafür alles Wichtige werden wir natürlich wieder finden. Genau, und damit bin ich für den heutigen Minecraft-Videorückblick durch, auch wenn er relativ schnell und schmerzhaft ging. Und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche einschaltet und dann bis zum nächsten Mal.